Ihr Lieben, hallo und herzlich willkommen hier auf Two Crazy Games bei einer neuen Aufnahmesession, bei einer neuen Folge von Skyrim Special Edition. So, da an der Stelle sollte eigentlich mein Jingle losgehen, aber der geht auch wieder nicht los. Pass mal auf. So, warte. Machen wir das nochmal. So. Hallo und herzlich willkommen hier auf Two Crazy Games bei einer neuen Folge von Skyrim Special Edition. Geht doch. So, und damit kann ich mein Gesicht in die obere Ecke reinparken. So, Aufnahme läuft, Timer läuft. Ach, was nicht so alle. Ihr wollt euch wohl mit einer alten Frau unterhalten. Erschreckt mich doch nicht so. Pass auf. Ich habe keine Ahnung, wo wir das letzte Mal stehen geblieben sind. Deswegen will ich mal ganz kurz einen Blick auf die Karte und auf die Quest-Geschichte hier werfen. Die Flüstertür. Wir waren dann bei der Flüstertür. Siehst du mal. Mann. Da bin ich doch ja noch gar nicht. Da bin ich doch noch gar nicht so. Wenn wir direkt mal zur Drachenfeste reisen. Lasst eure Hände in euren eigenen Taschen, diebische Schlange. Ja. Ja, Mann. Jo. Ding, 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 ding. Was wollte ich sagen? Ich habe letztens ein paar... Ha! Okavanga, wusste ich's doch. Ich habe das im Gefühl gehabt, dass du da heute reinguckst. So, Okavanga, hallo und herzlich willkommen. Mein Guter. So, der Mercurio. Der folgt mir auf Schritt und Tritt. Und wir haben bis zur letzten Folge, bis zur Flüstertür... gespielt und haben dem lieben Magier den Schlüssel entzogen. Das haben wir dann geschafft, gerade so. Falsche Tür. Wo muss ich denn hin? Stopp. Hä? Ach, Quark. Da muss ich hin. Ha, siehst du mal. So, die alte Holztür öffnen. Hallo. Warnung vor Ebenerz. Oder vor Ebenerz. An all jene, die dies hier lesen, hütet euch vor dieser Klinge. Ich hoffe, dass die einzigen, die Zugang zu diesem Raum haben, der Jarl von Weißlauf und sein getreuer Zauberer sind. Falls jemand anderes dies hier lesen sollte, bitte ich ihn, das Ausmaß seiner Torheit zu kennen, zu gehen und niemals auch nur irgendjemanden dagegenüber ein Sterbenswörtchen über diesen Raum und diese Klinge zu verlieren. So. Sie, genug pompöses, episches Gelaber. So. Sie verstarb die Sehnsüchte großer Männer und Frauen, dennoch ist ihre Macht ohnegleichen. Und sie tötet, während euer Opfer euch anlächelt. Nur ein durcher und durch verkommener Daedra kann sich eine derart boshafte und unredliche Waffe ausgedacht haben. Aber alle, die sie führten, waren am Ende so wahnsinnig wie jene wilden Männer, die durch die Hügel streifen und sich mit Kaninchen unterhalten. Mit ihr ist nicht zu spaßen. Nicht einmal die heißesten Feuer der Himmelsschmiede vermochten sie zu schmelzen. Selbst die Kohlen erkalteten, als die Klinge sie berührte. Wir können sie nicht vernichten und sie darf nicht in die Hände unserer Feinde fallen. Deshalb verstecken wir sie tief in der Drachenfeste, auf dass sie nie benutzt werde. Wehe jedem, der sich entscheidet, sie an sich zu nehmen. Der Hall-Effekt super, ne? So. Spaß beiseite. Die nehmen wir aber mit hier, das Büchlein. Das ist, so. Ausgezeichnete Arbeit. Ja! Ich glaube, ihr seid scharfsinnig genug, um zu bemerken, dass die euch bekannten Beschreibungen der Ebenerzklinge nicht zu diesem Schwert passen.
Es musste zu lange auf die Winde des Bündnisses und Verrats verzichten. Kann ich denn das angucken? Geht gar nicht, ne? Kann ich mir gar nicht so im Detail angucken. Aber irgendwie ging das. Doch, irgendwie ging das. Jetzt habe ich aber nicht zugehört. Ist vielleicht auch gar nicht so. Um zu alter Pracht zurückzukehren, muss es erst das Blut der Täuschung trinken. Es ist bewundernswert, wie sehr eure Welt von Lügen und List durchdrungen ist. Meine Klinge ist wie ein Blutegel, der sich von Täuschungen ernährt und seinen Meister stärkt. Geht zu denen, die euch am nächsten stehen. Der letzte Schlag ihrer fehlgeleiteten Herzen wird meine Klinge beim Lied eurer Erhabenheit begleiten. Dicke, dicke, boom. So. Ja. Und jetzt? Ihr kennt die flüsternde Dame, nicht wahr? Ja, wir haben sie... Das spüre ich. Ihr kennt die flüsternde Dame, nicht wahr? Das spüre ich. Ja, du spürst gleich meine Faust! Mist, Wanst, Junge. So. Nein, Späßle. So, wer ist denn da? Absurd, dass wir in diesem Skeverloch von einer Stadt keine guten Frota? Süßkuchen bekommen. Oh, gibt's keinen Vater Süßkuchen? Vater sagt, dass ich zu jung bin, um mit... Jarlgemächer? Da bin ich mal gespannt. Das sind die Jarlgemächer? Tür? Ach. Ah. Alles klar. Hier kann man quasi hin und her laufen und im Kreis rennen und da kommt man... So. Es ist schön, euch wiederzusehen. Ja, schön. Hallo. Ich begrüße euch. Die Befreiung von Himmelsrand. Wir haben hier zigtausende Quests, die wir noch lösen müssten. So, ich guck mal gerade auf die Karte. Wir haben hier, bringe einen der Spiegel. Akademie von Winterfeste. Und wir müssten sowieso zurück zur Akademie. Ich habe keine Ahnung, was wir jetzt machen sollen. Deswegen werde ich einfach irgendeine Quest anmachen. So, die Befreiung von Himmelsrand, eine merkwürdige Nacht. Pass mal auf, eine denkwürdige Nacht. Nicht die merkwürdige Nacht, die denkwürdige Nacht. Okay, pass auf. So, denkwürdige Nacht, begib dich nach... Ah, wie praktisch. Du kannst nicht aus diesem Ort schnell reisen. Okay, dann werden wir... Halt, nicht in die richtige Richtung rein, nicht in die falsche und dann verschwinden wir dorthin, wo es uns hin verschlägt. So, und zwar nach Morvunskar. Ja. Saran. Mann! So, beschworener Bogen. Na, du wirst doch wohl nicht. Na klasse. So, wo ist der Drache? Der werte Herr? Kommen Sie her, junger Mann. Oh Mann! Hui! Na, kommt der, ob der herkommt? Meinst du?
ob der verpieselt jetzt. Ja, den Drachen, ich hätte eigentlich damit gerechnet irgendwie, dass der jetzt hier irgendwie landet und uns versucht, die Hölle heiß zu machen. Aber das war dann wohl nichts. Ja, in der letzten Folge hatten wir übrigens einen Drachenkampf. Also das war schon mal nicht verkehrt. Das war okay. So. Wir müssen jetzt aber erstmal nach Moravunskar. Quark, wir nehmen aber hier jetzt ein beschworenes Schwert. So, halt. Was war hier? Nee, war gar keine Truhe. Ich weiß. Vielleicht sollte ich doch irgendwie einen Bogen nehmen. Junge! Verspicke! Ihr Lappen! Sind das Eisgeister, sag mal? Nee. Die stehen hinter der Tür. Ja, der letzte Drachenkampf, der war sehr erfolgreich, muss ich sagen. So, nur Elfenohr, Salz in der Leere, winziger Seelenstein, Heil. Dingi. So. Das Kriechranke. Nereva, leite mich! Kann ich die hier durch? Pum! Hey, und damit begrüße ich Enrico ist King. Hi! Was machen die denn hier eigentlich an der Tür irgendwie? Kann ich die tatsächlich wegbacken? Okay, pass auf. Dann lass die mal da. Die lassen wir da. Machen wir es ganz, ganz easy. So. So, in dem Aschehaufen finden wir die blutende Krone, ein paar Feuersalze. Ist nicht verkehrt. Die brauchen wir sowieso. Ich brauche eine Aufklärung. Enrico ist King, braucht eine Aufklärung. Über was denn? Wie kann ich dem behilflich sein? Sag an, Junge. Wie kann ich dich aufklären? So, warte. Wenn du wissen möchtest, wo wir gerade sind, wir sind gerade in Moravunskar. Und spielen die Quest eine denkwürdige Nacht. Ach so, soll ich mich vorstellen? Also, fangen wir mal ganz von vorne an. Also, ich bin der Tommy, Thomas, wie auch immer du mich nennen magst, von Two Crazy Games. Und wir spielen heute... Wir haben mal was Heißes vorbereitet. Und heute spielen wir mit einer Runde Skyrim. Gern auch mal auf meinen YouTube-Kanal mal draufschauen. Da spielen wir mehrere Sachen. Da haben wir ein paar Let's Plays vorbereitet. Ganz aktuell PlayerUnknown's Battlegrounds, DayZ.
zusammen mit einem Let's Play-Kollegen. Was haben wir denn noch so? Skyrim ist, ist zurzeit der Dauerbrenner auf dem Kanal. Es sind jetzt ein paar andere Sachen noch geplant. Ja, einfach mal reinschauen. Also das ist ganz nebenbei auch gerne mal auf meinen Gaming-Blog schauen. Too Crazy Games. Oh, ich bin ja fast tot. Liegt wahrscheinlich daran, dass ich brenne. So, warte mal. Lösung der Gesundheit. Das wäre nicht verkehrt. Zaubertrank der kleinen Heilung. So. So, beschworener Bogen. Warum sind die denn so? Die sind was stärker hier, habe ich den Eindruck. Ich sehe gar nichts, wenn du mir so rumfuchtelst hier mit deinem komischen Feuergebimsel da irgendwie. Mann! So. So, ich habe nur mal gerade geschaut. Ich habe gerade irgendwie mit dem Upload ein paar Probleme. Ich hoffe, es kommt halbwegs sauber an bei euch. So, so, Enricos Kinn ist Kinn. Ja, heute ist ganz schön Action hier. Enrico, ich weiß vor lauter Dusseligkeit gar nicht, was ich so jetzt sagen soll. Okay. Ja, ich bin, ich probiere hier in dem Spiel den Beschwörer inklusive beschworenem Bogen aus. Einfach um Gewicht zu sparen, um mir quasi alles selber herzuzaubern. Von daher versuche ich da so ein bisschen flotter unterwegs zu sein. So, die Geisel des grauen Bezirks. Da haben wir nichts. Gelesener Geschmack. Ja, okay, solange er halbwegs stabil ist, ist es okay. Das Lied von Pelignan. Ich habe ja immer nur meine Anzeige hier unten. Die ist jetzt gerade mal vor ein paar Minuten irgendwie. Zufallsfehler, Geist vernirren. Kennen wir auch schon. Okay, Tanz im Feuer kennen wir. Wolfskönigin Leben von Uriel Septim. Wolfskönigin und erlesener Geschmack hatten wir auch schon. Ja, okay. Ja, solange der Stream relativ stabil ist, ist es okay. So. Hier haben wir. Ja, ich versuche viel mit Beschwörung zu machen, weil ich irgendwie. Ich bin irgendwie so dieser Beschwörer-Fan. Und ich finde die Möglichkeit eigentlich ziemlich cool, dass man hier sich so ziemlich alles beschwören kann. Also so Bogen, Schwert, etc. pp. Und genau, wäre auch interessant. Also ich spiele beispielsweise ich glaube, wir spielen Elf. Ein Elf, ja genau. Was spielst du denn? So, ich guck mal gerade. Schrein von Dibella. Was sind denn das für Pappnasen, die hier wohnen? Dunkelelf, ja. Ich glaube, ich spiele auch Dunkel. Echt jetzt? Thomas, was kannst du? Nichts kannst du. So. Mach mal so. Ganz auffällig. Ich wollte mich ranschleichen, es irgendwie spektakulär aussehen lassen, aber da habe ich doch den Balken getroffen. weil ich eben Profi bin, ne? Also das ist jetzt hier nicht so, dass es hier, ne? Also ist hier nichts für Lappen und so. Das ist hier knallhartes Profi-LP, weißt du? Hier gibt's richtig was zu sehen.
So, eine violette Bergblume beispielsweise. Auch die kann man hier sehen. Und was haben wir denn hier für eklige Sachen? Ist schon ein bisschen ekelhaft, ne? Was seid denn ihr für... Na, komm mal her. Okay. So. Hundert und einmal legendär. Ja, ich bin noch weit entfernt, in der Tat. Ich hab, wenn man mal gerade hier auf meine Fertigkeiten gucken möchte, ich bin ja noch so ein bisschen... Ich bin ja noch weit von legendär entfernt. Was... Beschwörung, also wenn man, ich glaube, Beschwörung und was habe ich noch? Schlossknacken, das hat sich so, also, Schießkunst. Ich habe ja die Schießkunst und die Beschwörung. Ja, also bei Skyrim hat man zigtausend Möglichkeiten. Finde ich allerdings auch sehr schön, weil das hat natürlich dann halt auch die, hat man halt auch die Möglichkeit, dass man wirklich, wirklich so spielen kann, wie man das gerne möchte. So, jetzt bin ich auch ein bisschen überfragt. Wo muss ich denn jetzt überhaupt hin? Gerade auf die Karte schauen. Ich bin ja völlig fernab. Mann! So, halt. Hier liegen ja noch die, hoch. Pardon. Pardonnez-moi. Ich hab, das Wasser gerade zu schnell getrunken vorm Stream. Dachte mir, komm, trinkst noch mal schnell was. Hab's hintergegiert. Jetzt habe ich ein bisschen grummeligen Bauch. Aber das sollte sich auch gleich, gegeben haben. Dann krummelt hier nämlich nicht nur mehr, hier die Atmosphäre, sondern auch in der Magen, aber das hat sich gleich, ist gleich wieder gut. Ich trinke nachher einen Tee und dann ist alles wieder fein. So. Gold. Jetzt bin ich aber nicht unbedingt schlauer. Was habe ich denn jetzt gemacht und wo muss ich denn jetzt überhaupt hin? Wir müssen hier rein, ne? Mann, wo muss ich denn hin, Junge? Ja, wenn man zu gierig ist. Freunde, wenn man zu gierig ist. Hä? Wo muss ich denn hin, meine Lieben? Habt ihr eine Fackel mitgebracht? In diesen alten Festungen kann es ziemlich dunkel sein. Was bist du für ein Lappen? Eine Fackel. Du bist ein Magier, Alter. Alter. Wünsch dir eine Fackel. So, wieso bin ich denn vorher... Wieso bin ich denn hier vorhin hier vorbeigerannt, sag mal? Ich bin jetzt auch kein Mensch, ne? Was ist denn das? Nebelhain? Jetzt. Der Nebelhain? Na, jetzt bin ich aber baff. Da muss ich aber jämmerlich eingesoffen haben, wenn ich mich daran nicht mehr erinnere. Hallo? Hallo? Das Spiel will doch, dass ich hier lang laufe, oder? Doch gleich böse Menschen und wollen wir ans Leder, ans Gegerbte. Einfach mal eintreten. Da sagst du was. Guck mal, unsere gruselige Laternen. Nabend! Da seid ihr ja. Ich hab schon befürchtet, ihr schafft es nicht. Was bist du denn?
Was für eine Reise, wo sind wir? Ich dachte mir schon, dass ihr euch vielleicht nicht an eure erste Reise hierher erinnert. Nein, wahrlich nicht. Ihr hattet eine große Nacht. Den Stab habt ihr euch redlich verdient. Was für ein Stab? Ich habe alles, was für die Reparatur nötig ist. Oh, die Hexenrabenfeder und so weiter. Ja. Das Zeug könnt ihr wegwerfen. Wisst ihr, das war eigentlich nur ein Vorwand, um euch hinaus in die Welt zu schicken, damit ihr gute Laune verbreitet. Mann! Ja? Ja, ich bin ein hässlicher Mensch. Das war alles, also ein dummen Jungenstreich. Nur ein Streich? Nur ein Streich? Der dädrische Herr der Ausschweifungen gibt sich nicht mit einfachen Streichen ab. Auch wenn all das vielleicht als kleine Belustigung angefangen hat, war mir schon bald klar, dass sie einen interessanteren Träger meines nicht ganz so heiligen Stabes abgibt. Danke, glaube ich. Das Vergnügen ist ganz meinerseits. Aber ihr solltet jetzt gehen. Es macht keinen Spaß, euch hier mit dem Stab einzusperren. Ja, ich bitte darum. Hä? Rifton. Ich bin Rifton. Ah, ein Nord, genau wie ich. Ich hoffe doch, dass ihr den Kampf zu den Kaiserlichen tragt. Wie... Mann! Nun, Tal, nee. Habt ihr euch mein Angebot über... Was bin ich... Wie... Jetzt bin ich doch in der Tat in Rifton. Und dabei wollte ich doch... Dabei wollte ich doch gar nicht so weit weg. Es ist ein schöner Tag, wenn ihr in der Nähe seid. Ja, Okavanga, da fragst du was, warte mal. Das war die Quest, eine denkwürdige Nacht. Suche in Morvastan nach Sam und seinen Stab. Und dem Stab. Okay. Ich glaube, wie sich herausstellte, war Sam der Daedra-Fürst der Zügellosigkeit, Sanguine. Er verführte mich zu einem hemmungslosen Saufgelage, das sich über ganz Himmelsrand erstreckte. Sanguins Rose dürfte jedoch eine ausreichende Entschädigung für all den Ärger sein. Okay, ich glaube, das war einfach nur so eine Just-for-Fun-Geschichte. Und dafür habe ich was bekommen, und zwar... Sanguins Rose. Der kann sogar was beschwören, der Stab. Einen Dremora kann der beschwören. Da bin ich aber mal gespannt. Das ist gut, Schwarzdorn. Wie kann eine bescheidene Dienerin von Talos euch behilflich sein? Wieso rennen hier so viele? Also wir gehen alle auf der Arbeit, oder was? Sehr nett. So, ich guck mal gerade. Ob ich vielleicht hier noch so zwei, drei Sachen irgendwie zu verkaufen habe, beziehungsweise zum Loswerden da habe. Beziehungsweise ich müsste sogar was loswerden. Von daher ist das gar nicht so verkehrt. Dann warten wir einfach mal. 10 Stunden. Machen wir 11 Stunden. Sicher, sicher. Und dann verkaufen wir mal ein paar Sachen. So, Nesselfluch zeige ich dir sofort. So, Nesselfluch hatten wir für die Quest gebraucht, um den... Oh, hallo. Seid gegrüßt. Sind Sie öfter Wie hier? Kann ich euch helfen? Ja, du kannst mir später noch helfen. Genau, damit haben wir quasi den Ahnenschimmerharz besorgt. Und Nesselfluch ist quasi nichts weiter als ein ganz, ganz einfacher Dolch. Der kann auch nichts Besonderes. Also von daher vielleicht, man kann ihn sammeln, ich packe ihn wahrscheinlich irgendwann in eine Kiste und dann ist der da, wo, ja, dann ist er halt da, einfach. So, was Balimund. Führt euch heute zu Balimund? So, mein eine guter Reparatur? Wollt ihr etwas kaufen? Nein, ich möchte etwas verkaufen. Die besten Waffen und Rüstung.
Die besten Waffen und Rüstungen. So, okay. Der Enrico, der weiß ja auch noch gar nicht, wie das jetzt hier gleich läuft. Und zwar, unser Livestream läuft ja immer unter dem Namen Folgenschmiede. Das heißt, ich mache gleich eine Abmoderation. Das ist dann aber für die Folgen, die dann auf YouTube kommen. Also nicht erschrecken, wenn ich abmoderiere. Denn danach geht es mich direkt weiter. So, machen wir nämlich gleich. So, sakraler Zwergenstreitkolben. Ich glaube, der kann weg. So, Nesselfluch behalten wir und so weiter und so fort. Nesselfluch, was gibt's denn hier an Waffen? Bekleidung ist dann eher ein bisschen interessanter. Elfenrüstung mit überragenden Veränderungen, okay. Das ist nicht ganz so interessant. Okay, der gute Mann hat nicht so viel. Es müssen echte Feuersalze sein. Ja, du kriegst deine Feuersalze. Die Schmiede erkennt den Unterschied. Ja, du bekommst deine Feuersalze. Genau, klingt komisch, ist aber so. Und an dieser Stelle bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen. Vielen Dank fürs Dabeisein hier bei Skyrim Special Edition. Abo nicht vergessen, konstruktives in die Kommentare und bis zum nächsten Mal. Ich bin euer Tommy und raus. Ciao.